Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch. Ich habe ja neulich mal ein Video gemacht, was ich so alles im Rucksack mit mir rumschleppe. Ich lasse euch natürlich einen Link dazu da. Und die Frage war, was kann ich aussortieren? Herzlich willkommen zu Stefan entdeckt die Welt. Und der Tenor in den Kommentaren war, wieso schleppst du so viel Powerbanks mit dir rum? Mach dir doch einfach einen USB-Charger da ans Moped. Gut, habe ich gedacht, machst du das? Bin dann auch mehrfach in irgendwelchen Werkstätten gewesen, habe gefragt, ob die das verkaufen. War bei Honda selber, allgemeines Kopfschütteln geerntet und war erstmal etwas angefressen. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, komm, dann bestellst du dir so ein Ding einfach hier im Onlinehandel. Hab dann mal geguckt, da gibt es also verschiedene von 50 Baht angefangen, ganz einfache Dinger, die sehen im Prinzip aus wie so ein Teil, was man irgendwo in Zigarettenanzünder steckt, nur unten mit zwei Kabeln dran und etwas hochwertigere hier. In dem Fall habe ich jetzt dann einen bestellt, etwas hochwertiger, 200 Baht plus schicken war ich nachher irgendwie bei knapp 240 Baht. Und im Moment sind 370 Baht 10 Euro, also wirklich bezahlbar. Dann hatte ich aber das Problem, bin heute Morgen losgedüst, war ja stolz wie Oscar, das Ding war endlich da, eine Werkstatt zu finden, die das einbauen. Und ich glaube, ich habe in fünf oder sechs Dingern angehalten, meinen Rucksack aufgemacht, Hallo gesagt, das Ding rausgeholt und habe nur Kopfschütteln geerntet. Also ich war wirklich in allen Schraubereien hier rundrum, habe natürlich erstmal hier im Dorf angehalten, bei dem Opa, der mir sonst auch immer Ölwechsel macht und so, nichts zu machen. Bei Honda selber bin ich gewesen, nichts zu machen. Elektronik haben sie alle keinen Bock drauf. Kann ich auch verstehen, ist eine leicht unberechenbare Geschichte, wobei hier in dem Fall ist ja im Prinzip kommen zwei Kabel raus, Plus und Minus. Hängst das Ding an Saft, baust es vernünftig ein und gut ist. Ja, wenn das so einfach ist, warum machst du das nicht selber? Weil ich keine Ahnung habe, wie hier die Verkleidung abgeht. Also, das ist ja alles nur noch ineinander geklipster Plastik. Und ihr seht mich hier, wie ich schon helfe, die Batterieabdeckung rauszuholen. Wenn man da nicht weiß, wo der Clips versteckt ist, die habe ich schon mal rausgebaut, weil ich blöderweise das Licht angelassen hatte und musste die Batterie irgendwo in eine Werkstatt bringen zum Aufladen. Es ist ein elendiger Fummelkram. Und da habe ich gedacht, komm, das kann so teuer nicht sein. Du wirst ja wohl irgendwo eine Werkstatt finden. Aber, wie gesagt, heute Morgen über eine Stunde unterwegs gewesen. Und dann fiel es mir ein, der Super Joker. Ich habe ja immer noch einen Super Joker im Ärmel und das ist Harry. Harry hatte mir gesagt: Mensch, da neben dem Baumarkt, der baut eigentlich Hi-Fis in Autos. Da kannst du hin, wenn du sowas hast, der macht das. Naja, habe ich gedacht: Okay, wenn Harry das sagt, dann ist das so. Und ihr seht da hinter dem Kettmobil das Fahrrad stehen. Der Inhaber hier ist ein Freund von Harry und er ist mit dem früher viel Fahrrad gefahren. Und naja, da bin ich dann hingedüst. Und was soll ich sagen? Auch der hat gesagt, nö, er macht nur Autos. Und dann habe ich halt ihm Bilder gezeigt von mir und vom Harry. Und der Harry wäre mein Freund. Und er hätte gesagt, er wäre der Beste und ich soll zu ihm gehen. Und dann hat er sich tatsächlich breitschlagen lassen. Und hat mir noch einen unverschämt guten Preis gemacht. Er hat gesagt, das kostet 200 Baht. Nochmal 370 Baht sind gerade 10 Euro. So viel sei verraten, ich habe nachher 100 Baht mehr gegeben, ich habe Tipp gegeben und zwar reichlich, weil die haben da zu zweit anderthalb Stunden dran gefummelt. Der Herr hier in dem blauen Shirt ist sein Mechaniker und dann seht ihr gleich noch hier, das ist der Chef selber, Haris Kumpel. Und ja, die haben erstmal selber das gemacht, was ich vorher auch gemacht habe. Die haben sich YouTube-Videos angeguckt. Also das ist ganz normal hier, da guckst du erstmal. Haben sich mehrere YouTube-Videos angeguckt, wie hier die Verkleidung runtergeht und dies und jenes. Und dann haben sie angefangen zu schrauben. Und sehr gemächlich. Also ich habe ein paar Mal gedacht, naja, wieso ziehen die da nicht mal kräftig dran? Nein, nein, die hatten Schiss, irgendwas abzubrechen. Die haben also ganz langsam sich da Stück für Stück vorgearbeitet. Zeit spielt keine Rolle. Und haben das sehr ordentlich gemacht. Bin also top zufrieden. Zumal die das ja wirklich nur gemacht haben, um mir einen Gefallen zu tun. Wie gesagt, die machen eigentlich gar nichts mit Motorrädern. Und das fand ich schon sehr nett.
Hier seht ihr, wie der unten an die Enden, an die beiden Kabel, zwei Schellen dran lötet. Und er hat auch noch von hinten dann diese Gummimantel, die um den Lötpunkt waren, mit Heißkleber aufgefüllt. Er hat mir dann erklärt, weil sich das sonst losrappeln könnte. Also die haben wirklich ordentlich gearbeitet. Ich habe da ja null Ahnung von, aber macht einen guten Eindruck. Ja, und was jetzt hier in rund 8 Minuten über den Bildschirm läuft, hat in echt halt 1,5 Stunden gedauert. Ohne die Suchereien, hier die reine Montage, 2 Leute, 1,5 Stunden für umgerechnet 8,20 Euro. Dann noch das Material gekauft, ja, 200 Baht das Ding, plus ein bisschen Versandkosten, also roundabout 500 plus Baht hat der ganze Spaß gekostet. Ich rechne mal gerade, ja, 14 Euro. Und dafür kann ich jetzt unterwegs nachladen und muss nicht ständig zig Batteriepacks mit mir rumschleppen. Ich habe aber noch eine Frage an euch. Guck mal, an dem Ding ist ein Schalter dran. Die haben mir jetzt auch nochmal in der Werkstatt lang und breit erklärt, ich soll bloß immer dran denken, das Ding auszuschalten. Sonst wäre die Batterie leer. Aber wenn doch gar kein Verbraucher dran ist, zieht das Ding mir dann trotzdem Batterie leer? Hat da jemand Ahnung von euch? Lasst mir bitte mal einen Kommentar da. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wie gefährlich ist das, wenn ich vergesse, diesen USB-Pömpel wieder auszumachen? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für eure Kommentare, für eure Likes, fürs Abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss aus Thailand.